Hey und willkommen hier zu einer neuen Let's Play-Folge hier zu meiner Eltern, Freunden, Familie hier im Modern Single House heute. Ich bin Daniel von SimFans.de. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Der Jonas ist hier beim Mampfen hier. Ja. Und die Kiddies, die sehen hier Hallo. Wie cool, oder? Die Alien Kids hier, ja, die Luna und die Sky, die beiden Mädels. Und was macht ihr denn hier? Plaudern hier. Oh, die sprechen miteinander. Ihr könnt ja mal hier ein bisschen hier auch mal ein bisschen umarmen, oder? Geht das nicht hier? Freundlich hier. Guck mal an. Hier, komm mal umarmen. Komm, umarmt euch mal. Das ist so sweet. Das ist so sweet. Das ist so sweet. Komm. Oh. Ja, sehr cool. Yay. Oh, die beiden hier. So, so sweet. Okay. Wow, da gibt es auch richtig tolle Merkmale hier auf Höhenflug wegen Sozialkontakt. Hier, komm, du darfst sie auch nochmal umarmen hier. Liebevoll umarmst du da gerade. Hast du. Guck mal an hier. Guck mal. Ei. Yay, oh, wie cool, oder? Ah, du stinkst schon wieder. Ja, hast du ein die Hose hier gemacht hier? Ja, da kannst du mal Windeln wechseln, Jonas. Was guckst du denn so? Komm, mach mal hier. Komm hier, hier. Wo geht das denn hier? Windeln wechseln, come on. Der guckt dir auch zu. Ei, die umarmt sich nochmal hier. So cool. Come on, Windeln wechseln, auf hier jetzt. Und dann kannst du mal das Zeug hier aufräumen, ja? Mach mal hier einen Scheiß hier weg. Come on. Wie geht's den beiden Kids eigentlich? Oh, ihr müsst aufs Töpfchen, hier. Wir müssen mit dir aufs Töpfchen gehen. Eieiei. Beibringen, aufs Töpfchen zu gehen. Hier, Luna hier. Come on, wir machen noch mal ein bisschen hier Töpfchenfähigkeit hier. Bringst du das jetzt runter oder was? Das reicht eigentlich schon, wenn du das hier irgendwie... Na gut, dann bringst du halt runter. Eieiei, wir brauchen da oben eine Spülmaschine, habe ich das Gefühl. Ne? Jetzt räumst du alles hier auf. Come on jetzt. Was gegen Strategie? Da Rose ziemlich gute Noten hat, wurde sie vor kurzem von ein paar Mitschülern gehänselt. Ach nö. Das ist bestimmt, weil sie Vampir wird hier. Die wurde ja gebissen hier. Oieiei. Und hat sich verwandelt anscheinend. Ey. Soll sie sich auf intelligente Weise rächen oder sie ignorieren und hoffen, dass sie sich ein anderes Ziel aussuchen? Ja, da konfrontieren und sagen ihr nein, so geht's mal nicht hier. So, und Jonas muss zur Arbeit. Du gehst heute mal alleine los. Dann kriegen die Kids hier keine frische Windel und Töpfchen hier. Unser Wissenschaftler hier im Wissenschaftslabor haben wir erst vor ein paar Folgen haben wir erst gespielt hier wieder im Wissenschaftslabor. Ja, ja. So, und die kann jetzt sprechen, die Luna. Sehr cool. Die Luna kann sprechen. Sie kann über Spielsachen und LKW reden. Okay. In der Stadt findet die Geekon statt. Auch nochmal. Und Rose lässt eine Triade poetische Beschimpfungen los und zieht dann ein imaginäres Schwert. Die Raufbolde verlieren das Interesse daran, jemanden zu ärgern, der sich offensichtlich zu Wehr setzen kann. Sehr gut. Leistungsverbesserung klein. Immerhin. Du musst auch weg. Dann gehen wir jetzt nämlich auch weg. Ja, wir gehen jetzt auch hier. Wir machen einen Sitter engagieren hier. Oder ne, wir machen zur Tagespflege schicken hier. Einen Kindergarten hier. Kommt in den Kindergarten. Ja, nützen alle weg hier. Deswegen gehen wir auch. Wir gehen heute mal wieder ins Brick Penthouse. Zu Red, zu Justin und zur Lila und zum Blue. Ja, ich kenne die Namen. Sehr gut. So, die leben in San Myshuno, das ist die Welt aus dem Großstadtleben Erweiterungspack. Genossen alle zur Arbeit, genau, Tagespflege, alles gut. Und, oh, ah, du bist noch im Modern Single hier, echt? Habe ich gar nicht gesehen hier. Der Justin ist zu Hause, dann gehen wir mal mit dir hier mit. Der ist ja in der Social Media Karriere und, ja, die halbe Family hat Geburtstag in den nächsten Tagen. Das heißt, die halbe Family, eigentlich die ganze Family hat Geburtstag jetzt bald. Und mal gucken, ja... Ja, mal gucken, wie das wird hier. Wir haben bald keine Kleinkinder mehr hier. Hammer hart hier. So, guten Tag. Oh, stinkende Windel. Ey, du stinkst hier. Wir müssen hier erstmal bei allen Kids hier erstmal die Windeln wechseln. Und jetzt gucken wir nochmal wegen dem Geburtstag. Justin, genau, in einem Tag. Die Red kommt zu spät zur Arbeit. Mensch, hier. Komm mal hier hin, hier. Komm mal hier hin, bitte. Und jetzt geh mal zur Arbeit schnell. Aber jetzt aber ratzifatzi, das wirst du echt nie mehr befördert hier. Fehlt bei der Arbeit. Schon seit 7 Uhr müsst du arbeiten hier, genau. Und die Haushälterin kommt. Ja, hallo. So, wie sieht's bei dir aus? Du hast das alles schon erledigt. Ist ja auch gut hier. Du musst aber heute gar nicht arbeiten. Ja, cool. Dann können wir mal nach dem kleinen Blue gucken. Wann hat der den Geburtstag? Das müssen wir auch mal gucken jetzt hier. So, Blue. Ah, der hat noch 2 Tage. Ja, aber ist auch bald, ne? Und die Lila, die hat noch 5 Tage. Okay, gut, dann ist doch nicht so krass, wie ich dachte. Alright, dann feiern wir doch den Geburtstag von Justin und Blue zusammen, oder? Machen wir das? Wir feiern den Geburtstag von den beiden.
Ja, der Blue wird halt schon einen Tag früher hier. Eieiei, das ist unabhängig, ne? Nehmen wir gar keine Charakterwerte hier. Eieiei. Müssen wir mal ein bisschen noch was machen hier, ne? Können wir noch ein bisschen was machen. Das machen wir noch hier. Liebevoll umarmen hier. Du musst erstmal Pipi, geh mal erstmal auf Klo. Ich brech dich jetzt da nicht ab. Was machst du denn da? Stehst du da so rum? Du bist auch in die Schule. Was, wieso geht ihr denn nicht hier? Mensch, ja, hallo. Geh mal in die Schule hier. Ich glaube, ich bin hier. Mann, ja, du bist ein bisschen grün. Guck mal, dich haben wir ja nicht so schlecht erzogen hier. Alright, it's okay, it's alright. Die spielen hier immer mit den komischen iPads da rum, ne, die Kids. Memory. Tier-Memory mit Schweinchen. Oh, wie cool. Sieht das aus? Dürfen wir nicht zugucken, Blue? Ne, dürfen wir anscheinend nicht. Dürfen wir nicht? Doch, dürfen wir, ne? Ba-ba-ba, mein Tier, nicht gucken hier. Guck mich nicht so an hier. Sag mal Hallo zu den Leuten. Komm, sag mal Hallo. Sag mal Hallo zu den Zuschauern. Die gucken ein paar tausend Leute zu. So viele, ne? Das ist voll krass. Ja, kannst du doch gar nicht verstehen, ne? Versteht ihr nur Simlish hier. Ich rede schon mit meinen Sims, jetzt hört sie aber auf. Ja, ja. So, wir sind hier im Brick Penthouse. Das habe ich auch mal gebaut. Was machst denn du jetzt hier? Genau, geh mal runter zu dem kleinen Fratzi-Papsi hier. Komm. Komm, wir gehen mal zu ihm runter hier. Komm, mach mal hier was mit dem Kleinen. Tag verschönern. Bisschen hier mal hier. Komm, wir müssen mal ein bisschen Erziehung hier. Entschuldigung zu sagen. Wir gucken dann mal bei den Fähigkeiten bei dir rein. Damit wir da mal töpfchen. Da kannst du schauen. Hey, du bist schon gut hier mit den Fähigkeiten. Das ist echt nicht schlecht. Können wir mit ihm mal zusammen Puppen ausspielen hier, ne? Neue Besitzbewohner. Kannst du nicht mit ihm. Mit Puppen spielen mit dem Blue. Das machst du auch mal. Komm, du Checker hier, wenn du heute frei hast hier, dann passt das doch ganz gut. Passt das doch ganz gut hier. Simstagram, Faschan. Sodala, come on. Hier im Brick Penthouse. So, wo sind wir denn jetzt hier? Ah, du denkst schon wieder hier an die Kohle hier. Du Lama, du Kleides. Wie geht's dir denn? Sollen wir mit Papi was machen heute? Sollen wir mit Papi hier was hier reißen? Komm. Oh, was erzählst du denn dem Papi? Eieiei, hier mit Tapia. Komm, wir gehen zusammen Puppen ausspielen. Kommst du mit? Wow, pass auf hier. Nicht auf mich drauf fallen hier. Geht die Kamera kaputt. Justin spielt mit Puppen. Ja, gut. Ich liebe diese Ansicht. Dass man irgendwie noch näher dran am Geschehen hier. Einfach mal genießen, die Animationen angucken und ja. Schüttelt die Puppe hier, kommt da was raus. Winga, winga. Das ist so cool gemacht. Da muss man einfach mal näher ran zoomen hier, oder? Ja. So, wo sind wir jetzt wieder rausgeflogen hier? Eieiei. So, ihr zwei Hübschen hier. Ist doch gut, oder? Leistung gut? Nein, mal hier. Wir müssen hier nochmal ein bisschen hier was für die Follower tun. Das können wir auch nochmal machen. Er ruft ihn an, hallo. Ein Küsschen in Ehren, was? Lila ist in der Pause rumgerannt und hat versucht, einige andere Kinder zu küssen. Ei. Sie hat niemanden erwischt, aber die anderen Schüler sind panisch weggelaufen. Küssen in deinem Alter, das geht gar nicht. So sind Kinder nun mal, hallo. Ja, so sind Kinder nun mal, hallo. Die ist halt eine Liebe, die will alle knutschen. Justin Goldstone hat der Schule von Lila einen Rat erteilt, wie man mit der Situation umzugehen hat. Emotionale Kontrolle steigt, Manieren sinken. So, du machst hier mal neuen Besitzbewohner. Wir machen jetzt hier mal soziales Netzwerk. Dann müssen wir hier mal ein bisschen ein Bild teilen mal. Und dann machen wir den Status aktualisieren. Hier und dann einen Witz teilen. Und dann können wir auch mal werben, glaube ich, ne? So, für ein kleineres Produkt werben. Dann kriegen wir ein bisschen Kohle hier, ja. Ein bisschen Kohle hier, ist ja gar nicht so einfach. Yay, so ein geiles Licht hier, ne? Wieder haben wir hart hier. Sieht so schön aus. Bei Tag und bei Nacht eine Wucht. So, Katzen hier, genau. Katzenbilder teilen, das ist geil hier. Komm, Hunde und Katzen hier, Erweiterungspaket. 10. November, alle Infos auf simfans.de. Muss der jetzt sein, ja, der Hund ist cool mit Sonnenbrille. Gibt's das auch? Ich glaube nicht. Man kann die aber trotzdem irgendwie ganz komisch anziehen, ne? Das ist so. Das Bild hat sich erfolgreich in den Weiten des Internets verbreitet. Was will man mehr? Das hat 15 Follower dazu gewonnen. Er hat jetzt 1072. Level 4 der Charisma-Fähigkeit. Sehr gut. Was macht der kleine Fratzi hier? Kommst du mit nach oben?
Oh, du umarmst den Teddy von der Lila. Das kannst du mal machen. Oh, ist das cool. Ja. Ja, das schaffst du ja. Wow, pass auf, hier ist bestimmt kalt, die Treppe. So nice. So nice of you. It's so nice of you. Wow. Was für ein Bild hier. Bleib mal screenshotten hier. Screenshotten. Du hattest einen Repost vom tragischen Clown, nicht gerade. Was? Jetzt ist es weg wieder. Mensch, hier. Nicht gerade der beste Witz. Tragic Clown, Hashtag. Was machst du jetzt? Naja, mach halt. Ei! Knuddelbär hier, Knuddel-Einhorn. Wababa. Das ist immer so cool irgendwie. Komm mal nochmal, ich will das sehen hier. Was ist das denn? Das ist ein Einhorn. Wimwa. Ja, leider kann man das Kaugummi-Tier nicht knuddeln, ne? Das wäre natürlich cooler gewesen. Wanubu. So. Hey, ja, wie cool. So sweet. So nice of you. So nice of you. Kannst du das schon spielen? Nee, ist noch nicht fertig gebaut hier, ne? Lila ist aus der Schule zurück. Die Schokolade kann zurück in den Kühlschrank. Ihre Leistungen sind gerade noch befriedigend. Eieiei. Liebes Kindchen, hier machst du jetzt erstmal Hausaufgaben, ja? Bitte. Du bist voll grün hier, da kannst du es gut machen jetzt. So, und die Redcon ist auch wieder da. Ah, oh, der wird umarmt hier, der kleine Fratz Bibi. Obwohl du total hier unwohl wegen Arbeit, wegen unverantwortlich. Ja, unverantwortlich als Krankenschwester ist vielleicht echt nicht der ideale Beruf. Ne, muss man schon mal sagen. Hier. Zwei Hübschen hier. Wenn du groß bist, kriegst du blaue Haare. Das war jetzt schon umarmen oder was hier? Ach, kommt jetzt, Leute. Das war jetzt mal hier kurz mal. Ja, hallo. Basisbedürfnisse beibringen und dann noch ein bisschen hier. Kinderbetreuung. Nee, wir machen da mal hier, Freunde. Was gibt's noch? Knuddeln. Was gibt's noch? Knuddeln. Kennenlernen. Hallo? Ist das Kind? Sprechen beibringen. Das ist immer gut, oder? Umarmen hier. Umarmen. Sprechen beibringen. So, mach wieder Tierkarten. Ne, mach die Flashkarten, ne? Brokkoli und so. So. Was machst du? Bist schon fertig? Hast du das mit der Kleinen bei Hausaufgaben helfen? Oh, das ist eine sehr gute Idee. Ist die am Küchentisch unten? Ja. Na denn hier. Heute mal wieder ein schöner Tag hier im Brick Penthouse, bevor der Sturm hier losgeht mit der Party. Die planen wir dann jetzt, würde ich sagen. Die planen wir jetzt. Bringt gut Verantwortung hier. So, wir machen jetzt hier mal ein gesellschaftliches Ereignis planen. Ruf da mal an. Bist du schon fertig? Schon fertig, ne? So. Wir machen eine Geburtstagsparty hier. Yay, Geburtstagssims. Da können wir echt alle schon auswählen. Auf jeden Fall der Justin. Und dann lassen wir auch den Blue gleich mit altern. Dann waren das jetzt die letzten Szenen als Kleinkind. Ich bin mal gespannt, wie der aussieht als Kind. So, Gäste, da laden wir natürlich wieder ein. Ja, hallo. Die Lila und die Red, die wohnen ja eh hier. Der Yannick darf kommen, die Svea mit dem Warren. Der Jonas natürlich und hier die Sinas, die Schwester von Red. Und wer gehört noch zur Family? Auch die Eltern, die Dinka. Irgendwie ist das komisch. Lea und Justin, die kennen sie irgendwie gar nicht, so habe ich das Gefühl. Tauchen hier nie auf. Das ist echt irgendwie weird. Weird, obwohl die so oft vorbeikommt hier. So oft kommt die vorbei. Der kennt sogar die Friends hier von Warren. Hier. Warrens Partner kennt er sogar hier. Naja. Alright, dann machen wir das als Gäste hier. Ist auch okay. Caterer brauchen wir keinen. Sparen wir uns hier. Mixer, Entertainer. Nee. Wir machen das jetzt selber. Wir machen. Wo gehen wir denn hin? Zum Kinderspielplatz, zum Hasenbau. Schön in das Biestschloss. Nature Takes Back Bar. Villa Kunterbund Bar. Die schwäbische Wirtschaft. Komische Bars hier in Windenberg hier noch, Nachtclub, Kino. Ich würde, glaube ich, zu Hause feiern. Oder oben auf der Lounge, wäre mir auch gut. Big Penthouse, Northern Single, High Level Jewel, Elternfreundhaus, Kaffee und Igel, Kaffee, Freibad. Boah, da gibt es so viele Sachen hier. Die Hälfte wieder davon habe ich gebaut hier. Restaurants hier, McDonalds, Piratenschiff. Was machen wir denn? Was machen wir denn hier? Ich glaube, wir bleiben zu Hause, oder? Komm, wir bleiben zu Hause, oder? Wir bleiben zu Hause. Wir machen ein Brick Penthouse Party hier. So.
So, füge einen Kuchen hinzu. Ey, macht euch schick hier schon, hier, Lila, du auch. Komm, du kannst jetzt hier einen Kuchen backen, mal. Du machst jetzt selber einen Kuchen, komm. Backen, nee, kochen, ne? Kuchen muss man kochen hier. Kuchen muss man kochen und zwar eine weiße Torte. Kann man das auch zweimal kochen oder so? Red, du musst dir auch helfen, obwohl du total müde bist. Du musst auch mal einen Kuchen kochen. Du machst einen Hamburger Kuchen, dem kleinen Blue hier. Seid ihr noch baden oder was macht ihr denn? Flashkarten, hast du ja klar. So, im schicken Outfit, ne, erst umziehen und dann hier im Gold-Outfit und dann hier erst backen, ne, so machen das unsere Sims. Lila, wie geht's dir so damit jetzt? Bist du fertig hier, ne, um Rat bitten? Oh, so eine Frage. Wie findest du mein Outfit, Justin? Ich hab mich extra so angezogen. Einsame Pause. In der letzten Pause wollte niemand mit mir spielen, ja, weil du alle rumgeknutscht hast hier. Ich bin alleine rumgeklettert. Wenn das nochmal passiert, was soll ich dann tun? Frage andere Kinder, ob du mitmachen darfst. Sprich mit dem Lehrer. Ja, frage andere Kinder, hallo? Genau. Konfliktlösung steigt, emotionale Kontrolle sinkt. Tja, so ist das. Mal. Kerzen ausblasen, trinken, Musikinstrumente spielen. Naja, ja, kannst du auch schon was mixen? Nee, darfst du nicht. Nee, aber du darfst Personal einstellen, hallo? So, und dann machen wir jetzt hier Getränk zubereiten. Und ja, machen wir mehrere gleich. Kann man nicht hier Getränk zubereiten. Oh, da kommt der Warren. Wieso bist du denn so wütend hier? Wieso bist du denn so wütend, Warren? Was ist denn los mit dir? Komm mal hier, hier. Was ist denn los? Red, Aufi, kommt mit euch runter. Mama, Mama. Mama. Sollen wir Flipflops kaufen für dich? Wenn du groß bist, wenn du ein Kind bist. Bring einen Kopf hier, hier. Flipflops, voll cool. Dann gehen wir in den Strandurlaub, wenn es dir mal eine Welt geben würde. Okay, wir haben ja die Beachmod. Heißt das wie ein Klo? Nein, ist nicht wie ein Klo. Was machst du denn, Warren? Wieso bist du so wütend? Mann, schlag dich nicht ins Einhorn. Das wurde erst geknuddelt, das arme Ding. Traurig? Oh nö, was ist los? Wegen düster, merk mal. Ja, die Kids werden zu schnell groß, ne? Die werden zu schnell groß. Ah, die Sina ist auch da. Hallo, komm, wir die machen mal hier um Rat bitten, ne? Ihr Schwestern hier. Wohnungsschlüssel können wir auch mal geben. Und, ja. Trinken hier, trinken. Komm, wir mal trinken hier. Trinken. Oder kannst du auch selber trinken hier. Getränk zubereiten. Trink zubereiten. Mach einfach mal ein paar Getränke. Ist völlig egal, Hauptsache die trinken hier was, ja. So, und jetzt müssen wir noch was mampfen, ne? Können wir auch mal machen. Können wir hier mal noch... Komm, machen wir mal hier jetzt Kuchen. Hallo. Hamburger Kuchen hier, bitte. Wo ist denn jetzt dein Kuchen? Der ist schon wieder weg, oder was, hier? Wo ist denn der Kuchen von dir jetzt? Haben die den schon wieder weggemampft, oder was? Wo hast du denn den Kuchen hingestellt? Justin, bitte, mach keinen Scheiß hier. Hast du den Kuchen hingestellt? Gibt's ja mal nicht hier. Das klappt wieder alles nicht, wie ich das will hier. Das wird ja gar nichts. Hast du denn den Kuchen jetzt hingestellt hier? Come on! Come on hier. Eieiei, die Svia ist auch mit dabei. Ui, du hast aber hier ein heißes Outfit an. Eieiei, der Warren hat die richtige Wahl getroffen. Oder ihr zumindest hier. Pruba. Ja, weird, ja. Wo ist denn jetzt der Kuchen? Das schickt mich jetzt voll. Wo hast du den Kuchen hingebackt hier wieder? Ja, trink mal hier was. Komm, trink mal was. Alle was trinken. So. Schnelle Mahlzeit. Gilt das auch als Trinken hier, wenn du hier ein Ding trinkst hier? Wasser. Und ihr ist das Popcorn hier, ja. So muss es sein hier. Sehr gut hier, oder was? Naja. Musikinstrumente spielen. Ey, du bist halt hier noch so viel beschäftigt hier. Nicht Sprechen beibringen. Komm mal runter hier jetzt, ihr zwei Hübschen hier, ja? Komm mal runter hier. Come on. Ist ja alles gestorben, ne? Von Kuchen hier. Eieiei. Eieiei, hier. Schreib mal den Müll hier rein. Komm. Milch. So, die Red ist auch da. Hallo. Red, kannst du auch mal bitte den Kuchen backen? Weil wir müssen jetzt wirklich das irgendwie mal hier hinkriegen. Ich mach mal bitte den Kuchen hier. Hör mal auf, hier zu labern hier. Wohnungsschlüssel geben. Genau. Gebt ihr mal einen Wohnungsschlüssel hier, der Sina. Jetzt ist sie ja groß, darf sie auch kommen, immer vorbeikommen, wann sie möchte hier.
So. Mit dem Weinglas in der Hand. Nektarglas. Hier sind Schlüssel hier. Dankeschön. Naja. Hi. So. Kerzen ausblasen. Was ist jetzt hier? Ich guck mir aber genau, was du hier treibst hier, ja? Ah, das sind noch Fotos, hast du mal gemacht von der Lea. Alle verschwommen. Gut, du kennst sie doch, aber er hat sie nicht in den sozialen Kontakten hier drin, ja? Kann ja auch mal nicht sein hier. Sonst hängen wir beim Kühlschrank hier. Wir können sie leider nicht auf den Kühlschrank hängen. Rahmen. Wo ist der Kuchen? So. Jetzt aber hier. Geburtstagskerzen hinzufügen. Und dann. So. Und dann hier, Kerzenhilfe, Anfragen von Justin. Das machen wir hier. Wehe, ihr krabst jetzt das Ding an hier, ja? Wehe, ihr krabst das an hier, bevor dieses ausgeblasen wurde, ihr Diebstahlstähler hier. Das gibt's ja mal gar nicht. Warren ist immer noch hier volle Kanne hier. Was ist denn los, Warren? Komm halt immer ein bisschen aufziehen hier. Oh, wir haben immer noch keinen Staubsauger, Warren, hier. So. Tja, so ist es. Ach, schön hier, Knutschi, Knutschi. So, jetzt hier, Kerzen auspusten, komm. Hui. Blue ist älter geworden. Bestreben und Merkmal wählen, um Merkmal zu ersetzen. Okay, wir machen jetzt ein Bestreben. Der Kleine, das ist wirklich... Boah, wie der aussieht hier. Eieiei, wie so ein Voldemort hier. Wie so ein Dings hier, nur in Rot. Wie so ein, wie heißt der denn hier? Harry Potter, Mann. Fährt mit seinem Malfoy. Draco. Wir machen jetzt ein, was machen wir bei dir? Du bist ja, unabhängig warst du, ne? Dir machen wir ein soziales Kind hier, ne? Du bist hier wirklich ein Schreihals. Liebling der Massen und, genau. Und du bist, Blue. Blue, du bist fröhlich, du bist, was bist du denn? In welche Richtung trimmen wir dich hier? Kleptomanisch, ein Diebstahlkind, das machen wir. Ganz die Mama. Wow, hallo Blue. Ist immer noch rot. Oh, ich habe immer noch kein Rot, nein. Das ist das Outfit an von Jonas als Kind hier. Eieiei, Jonas hatte das auch, das Shirt, glaube ich, ja. Sehr cool. Was ist das denn für eine Friese hier? Was ist denn so wütend? Hunger. Will Hapa. Ja, dann mampf hier mal deinen Kuchen, ja? Und du kannst dir auch mal Geburtstagskerzen hinzufügen. Du kannst dir auch noch mal ausblasen, Justin. Komm. Bist du endlich mal erwachsen hier. So. Kerzen auspusten. Komm. Doppelgeburtstag heute wieder. Hui. Und passiert nichts, oder was? Hui. Wow. Was ist jetzt hier? Justin ist älter geworden, erwachsen zu sein, Träume verwirklichen, die Planung des Ruhestands, was? Und die Midlife-Crisis warten, das ist der perfekte Zeitpunkt, damit zu beginnen, auf lebenslange Ziele hinzuarbeiten. Hey. Kaum verändert, nur so ein bisschen mehr Falten hier in der Face, ne? Boah, du siehst echt schon alt aus jetzt. Und der Jüngling hier, der Hübsche hier, ist Instagram-Forscher, und jetzt ist er hier so schon hier erwachsen, hier, eieiei. Ja, es geht so schnell. Und Red kocht hier immer noch. Du brauchst keinen Kuchen mehr, Korn hier. Oh Mensch, du bist eine, ne? Du bist mir eine. Können wir jetzt nicht mal was trinken hier? Komm bitte. Komm mal bitte was trinken hier. Melanie. Getränk zu bereiten. Lieblingsgetränk zu bereiten. Blue, was machst du denn? Gehst jetzt erstmal baden. Eieiei. Ei. Oh Gott, was machst du denn? Mensch, Blue. Blue, Blue. Und die Lila, was machst du, Lila? Popcorn holen? Na gut. Komm, Justin, trink das mal hier. Wir müssen noch hier das Ding hier erfüllen hier. Erwachsenen einen Toast ausbringen lassen. Oh, das wird wieder schwierig, ne? Du musst ein Getränk haben. Und was muss man dann machen? Ich hab's sogar hier gelesen hier. Manchi. Manchi, manchi, manchi. Einen Toast ausbringen. Ist immer so ein Scheiß hier wieder, ne? Ich hab's, jemand hat sogar ein Video extra gemacht für mich, damit ich das sehe hier. Ich hab's auch angeguckt, wirklich. Aber es ist schon wieder so lange her. Scheiße. Also man muss das irgendwie in der Hand haben, das weiß ich noch. Man muss das Glas in der Hand haben und dann müsste das irgendwie gehen, ne? Das weiß man aber nicht so genau. Das kommen danken.
Das wäre so scheiße, ja. Tratschen nochmal. Eieiei. Das wird wieder nichts hier. Was machen wir denn jetzt hier? Zwei Dancers hier. Was können wir? Können wir hier einen Toast ausbringen lassen? Oder muss man das Geburtstagskind antippen hier? Das kann ja auch sein. So. Gratulieren. Freundlich. Was gibt's denn da jetzt noch? Wieso geht es jetzt wieder nicht? Liebe ausdrücken. Gemeinsam Foto machen. Ach, ist das blöd gemacht, oder? 100 Dinger da durchklicken hier. Eieiei. Ja, das geht irgendwie nicht so gut, ne? Hab ich das Gefühl. Chelner. So. Wieso trinkst du das jetzt nicht? Hier, trink mal. Toast ausbringen. Kann man das selber ausbringen, oder wie war das? Nee, du musst schon auf einen anderen Sinn klicken, ne? Musst du schon auf einen anderen Sinn. Quark. Wenn es in der Hand hat, dann muss man es anklicken, glaube ich. Irgendwie so. Das ist echt schwierig, Bruder. Ja, das ist ein Moment genau abpassen muss hier. Komm, trink mal das Scheiß hier, komm. So. Kann man jetzt hier irgendwie, kann man auch nicht. Tja, dann war es das mal hier, würde ich sagen. Das reicht jetzt eh gleich nicht mehr. Das Kommen danken. Von Herzen kommendes Kompliment machen. Eieiei, das alles haben wir schon gehabt hier. Schade. Blöd. Nochmal fürs Kommen danken, immerhin. Hallo. Ja. Aber Toys hier. Danke fürs Kommen hier. Ja, voll cool, Sina, dass du auch gekommen bist hier. Nee, ja, wird auch nichts. Kann man hier aufräumen hier, das Getränk hier, ne? Ne, das war's für heute. Vielen lieben Dank euch fürs Zuschauen. Wir haben heute Doppelgeburtstag gefeiert. Red regt sich auf über den Müll. Alle sind älter geworden. Eieiei. Ja gut, vielen lieben Dank. Wir hören uns dann in der nächsten Folge hier zum Elternfreuden-Let's Play. Oder natürlich jetzt dann einem anderen Video eurer Wahl, wenn ihr noch mögt. Bis dann. Macht's gut. Ciao.